Guten Morgen, Deutschland. Boah, dieses extreme Wetter. Ja. Leute, minus 2 Grad. In Deutschland geht momentan, hat man das Gefühl, die Welt unter, oder? Wenn man sich die Berichte des gestrigen Tages angeschaut hat. Überall extremstes Wetter. Warnungen, nicht auf die Straße zu gehen. Bei minus 2 Grad, ja. Und Schnee, ja. Und Eis. Das wusste man in früheren Jahrzehnten eigentlich alles. Übrigens, das nannte man Winter. Ja, haben wir, glaube ich, immer noch, oder? Ist Januar, ne? Wunderbar. Ich bin begeistert. Ich finde Winter übrigens klasse. Mit Schnee und Eis und kalt und ach, toll. Also, machen wir mal weiter. Jetzt sollen also systematisch die Geheimdienste und die Institutionen auf die AfD angesetzt werden. Ja, ja. Ja, fordert der Robert. Ja, der Robert Habeck fordert das systematische Einsetzen der Geheimdienste und Institutionen gegen die AfD. Oh, Wahnsinn. Grundrechteentzug eines Menschen beim Herrn Höcke. Wow, meine Herren. Leute, Parteiverbot hier, Parteiverbot da. Ganz schnell, bevor die Wahlen noch kommen. Ja, tausende Menschen auf den Straßen. Und was machen unsere deutschen Medien? Und was machen unsere Politiker der Altparteien? Ah, der Herr Söder sagt, die AfDler wären eine parasitäre Gruppe. Leute, ich kann euch eines sagen. Ich hatte es letztes Jahr angekündigt, ja. Aber das, was jetzt hier gerade abläuft, das übertrifft das noch bei weitem. Und wir sind erst Anfang des Jahres, ja. Also wir erleben hier gerade die totale Radikalisierung der Öffentlichkeit durch die deutschen Medien und die Altparteien. Es ist ein Träumchen. Es würde mich eigentlich nicht wundern, wenn wir in den nächsten Wochen schon die ersten körperlichen Angriffe auf AfD-Mitglieder, AfD-Politiker oder Sympathisanten erleben. Weil wenn du die Menschen in einem Land so hochsteuerst, so radikalisierst, dann gehen bei denen die Sicherungen durch. Und ich würde sagen, dann leben wir wirklich im besten Faschismus der letzten 100 Jahre. Wunderbar, liebe Leute. Ich bin total begeistert. Merken die eigentlich gar nicht, dass sie sich hier gerade aufführen wie Faschisten? Wie die Nazis? Merken die das nicht? Liebe Bundesbürger, was ihr hier gerade erlebt, ist das, was unsere Urgroßeltern auch schon mal erlebt haben. Verfolgung, Verbote, Grundrechteentzug, das Entmenschlichen, das Radikalisieren. Mal ganz im Ernst, Frau Wagenknecht stellt sich gestern Abend beim Lanz hin und sagt, also mit mir wird es keine Remigration geben, ja, aber wir haben ja hier ein absolut großes Problem, ja, und wir müssen abschieben. Was ist denn der Unterschied zwischen Remigration und Abschieben? Hm? Was ist denn der Unterschied zwischen Remigration und wir müssen noch mehr abschieben? Und wir müssen viel mehr abschieben? Und wir müssen auch Menschen abschieben, die unschuldig sind? Frau Faeser zum Beispiel. Ja? Was ist da der Unterschied? Da gibt es keinen Unterschied. Die einen dürfen es sagen und die anderen dürfen es nicht sagen. Das ist der Unterschied. Und die einen dürfen es sagen, weil sie an der Macht sind, auf ihrem Posten sitzen und in ihren Funktionen sitzen. Und die anderen dürfen es nicht, weil die machen ihnen die Funktion, die Posten und die Macht streitig. Das ist alles, um was es hier geht, liebe Bundesbürger. Und deswegen ein guter Ratschlag von mir. Lasst euch nicht radikalisieren, denn dann macht ihr möglicherweise Dinge, die ihr später bitter bereuen werdet. Denn wir sind alle eines, Menschen. Und Menschen sollten sowas nicht tun. Schönen Tag euch.